Wenn du die Menschen zu guten Taten führst, das ist die eine Sache, die dir selber am meisten nützt an guten Taten. Dir selber am meisten. Es geht ja hier um Ajrun Ghayru Mamnun, um eine Belohnung, die niemals aufhört. Die Propheten waren diejenigen, die die Botschaft Allahs in die Welt gesetzt haben. Und sie sind tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir heute dieser Religion folgen. Von all dem, was wir machen, kriegt tatsächlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch Belohnung. Denn derjenige, der der Grund dafür ist, dass ein anderer gute Taten verrichtet, er bekommt etwas davon gutgeschrieben. Ich habe einmal die Geschichte erzählt von dem Bruder, durch den ich zum Islam gekommen bin. Als ich das erste Mal nach Mekka gefahren bin, hat er sich gefreut. Er hat sich gefreut. Und du denkst, warum freut er sich? Ich war dort nach Mekka und nicht er. Ich war dort nach Mekka. Der hat sich gefreut, weil er wusste, von allem, was ich in Mekka mache, diese Gebete, die 100.000-mal mehr wert sind, er kriegt davon etwas gutgeschrieben. Er kriegt davon etwas gutgeschrieben. Aber er hat noch viel mehr als das. Durch mich ist ja meine Frau auch zum Islam gekommen. Warum ist meine Frau Muslima? Weil er oder durch ihn bin ich zum Islam gekommen. Er hat mit mir Dawah gemacht. Und dadurch ist auch meine Frau am Ende Muslima geworden. Und als meine Frau nach Mekka gefahren ist, ist von allem, was sie gemacht hat, ein Teil auf sein Konto gegangen. Jetzt haben wir drei Söhne. Möge Allah sie zu rechtschaffenden Muslimen machen. Von allem, was sie an Gebeten verrichten, warum machen sie diese Gebete? Weil die Eltern Muslime sind. Warum sind die Eltern Muslime? Weil das mit dem Vater angefangen hat. Warum ist der Vater Muslim? Weil dieser pakistanische Bruder einmal etwas Dawah gemacht hat. Und von allem, was sie machen, kriegt er etwas gutgeschrieben. Und jetzt heiraten inshallah meine Söhne. Und ihre Nachkommen sind inshallah auch rechtschaffen. Möge Allah sie rechtschaffen machen. Und von allem, was da passiert, wird ihm ein Teil gut geschrieben. Und das geht so weiter und das geht so weiter und so, es geht so weiter. Ajrun Ghayru Mamnun. Eine Belohnung, die niemals aufhört. Die niemals aufhört. Dieser Pakistaner, er steht irgendwann vor Allah. Irgendwann einmal. Und er hat vielleicht Berge von guten Taten, von Menschen, die er nicht kennt, die lange nach ihm gelebt haben. Vielleicht siebte, achte Generation. Das ist einer der Gründe, warum wir den Status der Sahaba niemals erreichen können. Weil von allem, was wir machen, geht etwas auf sie zurück. Eine Belohnung, die niemals aufhört.